RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. In Feldkirch war letzte Woche einiges los. Der Bundespräsident war zu Besuch, aber auch ein etwas dynamischeres brasilianisches Flair mit dem Capoeira Festival. In Dornbirn trat eine besondere Messe ihr Debüt an und im Montafon schlugen die Herzen höher beim Anblick von US-Schönheiten. Wenn sich der ehemalige Bürgermeister von Wien, der Bundespräsident von Österreich und noch einiges mehr an Stadtvertretern aus Österreich in Feldkirch treffen, dann hat das einen besonderen Grund. Anlässlich der 800-Jahr-Feierlichkeiten lud nämlich die Stadt Feldkirch und Bürgermeister Wilfried Berchtold zum 68. österreichischen Städtetag ein. Anlässlich der 800-Jahr-Feierlichkeiten lud die Stadt Feldkirch und Herr Bürgermeister Wilfried Berchtold am 6. Juni zum 68. österreichischen Städtetag ein. Der Bundespräsident und rund 850 Gäste, darunter zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem In- und Ausland, sammelten sich zu einem ganz besonderen Tag. Der österreichische Städtetag ist die Generalversammlung der österreichischen Städte und damit die größte und wichtigste Veranstaltung des österreichischen Städtebundes. Es ist für Feldkirch eine Auszeichnung, dass im Jahre 2018 dieser österreichische Städtetag in der westlichsten Stadt Österreichs stattfindet. Ich möchte der Stadt Feldkirch gratulieren, dass sie sich entschieden hat, diesen Städtetag durchzuführen und im Jubiläumsjahr 800 Jahre Feldkirch liegt das natürlich auf der Hand. Ich begrüße das unbedingt, auch als Bürgermeister von Bregenz, weil es ein weiteres kräftiges Signal des Landes in das schöne Österreich ist. Und ich denke, dass wir bei diesem Städtetag in diesen drei Tagen einerseits wichtige Themen aufarbeiten können, andererseits aber auch einen Eindruck hinterlassen können und dem restlichen Österreich, wenn ich so sagen darf, schon auch zeigen können, dass es im Ländle gut läuft. Europa braucht starke Städte. Das war die klare Botschaft der Veranstaltung. Und auch die Politik unterstreichte diesen Grundsatz allemal. Wir stellen fest, dass die Städte eine immer größere Bedeutung bekommen, auch und vor allem in diesem Europa. Und ich meine, dass wir gerade bei einem Städtetag die Bedeutung der urbanen Räume für die Menschen in besonderer Weise herausstreichen können und sollen. Wenn man sich die Entwicklung unserer Länder, unserer Staaten Europas anschaut, dann muss man da eigentlich weltweit, dann muss man feststellen, dass die ganz großen Innovationen, die die Menschheit weitergebracht haben, also diese Quantensprünge an Industrialisierung, Elektrifizierung, Digitalisung und so weiter durch die Bank Dinge waren, die in den Städten, von den Städten ausgegangen sind, was auf der Hand liegt. Und dort ist natürlich die Dichte an Menschen eine ganz andere als anderswo. Man unterhält sich, man begegnet sich, man entwickelt, man hirnt, man hat manchmal auch spinnige Ideen, auch das muss sein, die dann in guten Ergebnissen, landen. Neben wichtigen Themenschwerpunkten wie der Pflege und der Digitalisierung war aber auch vor allem das Thema und auch das Motto des Miteinanders ein sehr großes. Ja, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann stellen wir fest, dass die Individualisierung zunimmt, die Solidarität schwindet, dass unsere Gesellschaft soziale Risse bekommt. Und ich meine, dass es ganz wichtig ist für eine Gesellschaft, die zukunftsfähig sein soll, dass wir auf ein Mehr an soziales Engagement, Solidarität, Zusammenhalt schauen. Das ist mindestens so wichtig wie alle materiellen Reichtümer, wie wirtschaftlicher Erfolg, wie finanzielle Ausstattung. Ich denke, dass der Leitsatz für diesen Städtetag wirklich exzellent gewählt ist, gemessen an den Bedürfnissen unserer Zeit. Wir stellen fest,
dass Wohlstand und Unzufriedenheit, wenn ich das so sagen darf, verwandt sind. Und das tut weh, das ist aber so. Das beginnt im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen etwa die Aktivierung der Menschen, der Bürger, zu bürgerschaftlichem Engagement, beginnt in den Vereinen und so weiter, sich selber ehrenamtlich einzubringen. Wir müssen uns bewusst sein, dass ohne ehrenamtliches Engagement unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Das sind die wichtigsten Fundamente. Somit gab es neben all den Festlichkeiten, den vielen Gästen und wunderschöner Musik auch einiges zu besprechen. Miteinander und füreinander. Vielleicht auch ein wichtiges Leitbild für die Zukunft der Städte. Weniger offiziell und mit viel Schwung ging das heuer zum dritten Mal veranstaltete Capoeira-Festival im Pförtnerhaus in Feldkirch über die Tanz- und Akrobatikbühne. Vergangenes Wochenende wurde das Pförtnerhaus in Feldkirch wieder einmal Dreh- und Angelpunkt für professionelle Capoeira-Künstler aus aller Welt. Das Capoeira-Festival wurde zum dritten Mal im internationalen großen Stil aufgezogen. Hinter der Veranstaltung steckt Ideal Capoeira Austria, ein Sport- und Kulturverein, der Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ganz Vorarlberg, der Schweiz, Liechtenstein und Deutschland in Capoeira unterrichtet. Zwei Wochen lang trainieren die Schüler an verschiedenen Orten in Form von Workshops mit speziell eingeflogenen Meistern. Diese kommen aus New York, Spanien, der Schweiz, Deutschland und Brasilien. Ich bin schon mehrmals in Europa gewesen durch Capoeira. Ich arbeite mein ganzes Leben schon mit Capoeira. Und es ist ein riesiger Event, dort dabei zu sein. Es kommen Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Spanien, Brasilien. Und es ist wichtig für die Kinder, vor allem für die Kinder und die Jugendlichen, dass man einen kulturellen Austausch miteinander, untereinander hat. Capoeira ist eine Mischung aus Kampfkunst, aus Musik, aus Akrobatik, Musik, Tanz, und die verschiedenen Elemente mischen sich und machen das Ganze zu einer besonderen Sportart. Vielleicht für den einen gibt es mehr Zugang zu Kampf und der andere hat mehr Zugang zu Musik, der andere hat einen besseren Zugang zu Akrobatik, und so mischt sich das. Es gibt verschiedene Elemente und alles zusammen führt zu Capoeira. Das ist ganz was Besonderes. Es gibt einen kulturellen Unterschied. In Brasilien wird Capoeira mehr als Kampf trainiert. Das heißt aber nicht, dass es in Österreich oder in Europa das nicht gibt. Nur der Ansatz ist ein bisschen anders. Aber von der Organisation her ist ungefähr dasselbe. Und die Möglichkeit, die man mit Capoeira hat, ist, dass man, egal ob man die Sprache spricht, man kann mit dem Körper, mit Capoeira, mit der Musik miteinander kommunizieren. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Festival selbst. Alle Schüler, Kinder, Jugendliche und Erwachsene versammeln sich im Pförtnerhaus für die Gürtelverleihung. Wie bei Karate und Judo gibt es auch bei Capoeira verschiedene Graduationsstufen. Gerade für die Kinder ist es ihm eine große Ehre, einen neuen Gürtel verliehen zu bekommen. Es ist die Anerkennung dafür, wie hart sie das ganze Jahr über trainiert haben. Yeah.
Capoeira an sich hat keinen Wettbewerb. Man spielt Capoeira auf freundschaftlicher Basis, Fair Play. Aber wir vom Verein haben ein paar Kinder und Jugendliche, die sich mehr mit Capoeira entwickeln möchten. Die suchen das, dass es einen Wettbewerb gibt. Aber an sich, Capoeira hat keinen Wettbewerb. Nur das ist ein extra Teil von Capoeira, was wir eben so machen. A parte da musicalidade da capoeira. Quando eu iniciei, Capoeira an sich fasziniert ihn. Er hat als Kind angefangen, der Ansatz für ihn war, kämpfen zu lernen mit Capoeira. Und das Besondere für ihn ist die Musik. Einfach das ganze Paket, oder? Ist was Besonderes. Das Besondere für mich an Capoeira ist einfach, dass man dort eigentlich nie ausgelernt hat. Man kann immer wieder machen, immer wieder. Mein Ziel bei Capoeira ist, coole Bewegungen zu lernen und Muskeln zu kriegen. Es gibt viele Gürtel und viele Bewegungen und man kann immer was Neues lernen. Capoeira transmite uma energia onde uma criança se ela treina capoeira desde pequeno. Capoeira bringt die Kinder, vor allem die Kinder, die hyperaktiv sind oder die auch die ins andere gehen, wo schüchtern sind, in die Mitte, oder? Zum Beispiel die Kinder, die sehr hyperaktiv sind, sehr lebendig sind, unter Anführungszeichen, kommen so mehr zur Mitte. Und die, die schüchtern sind, kommen mehr aus sich raus. Capoeira ist nicht nur ein Kampftanz aus Brasilien, er vermittelt auch Lebensfreude, Selbstverteidigung und Leichtigkeit. All diese Elemente werden durch die einzigartige Musik der Capoeira unterstrichen. Jetzt erholen wir uns kurz. Nach der Werbung geht's weiter. Ich bin seit 16 Jahren selbstständig und verkaufe Brautkleider mit Liebe. Seit 16 Jahren höre ich ganz tolle Geschichten, wie die Bräute zusammengekommen sind, was für Hochzeitsanträge sie bekommen haben oder wie sie sich kennengelernt haben. Mein Herzenwunsch ist, dein Herzenwunsch zu erfüllen. Schick mir deine Geschichte und gewinne dein Traumkleid. Mit Hilfe von Facebook wird die Beste dann gekürt. Ich freue mich auf dich. Erstmals fand heuer in der Messehalle Dornbirn die Dienstleistungsbörse für Kommunikation und Marketing statt. Ein neuer, innovativer Treffpunkt für jede Branche, die mit diesem Thema zu tun hat.
Ob in den Bereichen Print, Promotion, Online-Marketing, Social Media oder PR, bei der ersten Dienstleistungsbörse in der Messe Dornbirn war für jeden etwas dabei. Die erste Marketing- und Kommunikationsmesse sollte vor allem verbinden und informieren. Die Dienstleistungsbörse ist für uns auch ein neues Projekt. Da möchten wir eigentlich die Industrie und den Marketingbereich zusammenführen, dass sie sich gegenseitig befruchten sozusagen. Bei der Dienstleistungsbörse ist es so, dass verschiedene Dienstleister einfach aus Marketing und Kommunikation sich präsentieren können. Da sind Druckereien dabei, da sind Agenturen dabei, da alles Mögliche. Damit auch die Unternehmen von der Dienstleistungsbörse profitieren konnten, stellte sich die Messe als optimaler Platz des Networkings dar. Das oberste Ziel ist eigentlich ein Netzwerktag zum Schaffen, dass sich die Unternehmen auch untereinander einfach kennenlernen, sagen, was gibt es für ein Angebot im Bodenseeraum, in Vorarlberg. Und das grundsätzliche Ziel wäre eigentlich auch, dass sie die Zulieferantenbörse natürlich kommen. Dass die Industrie, Aussteller oder die Dienstleisteraussteller sich kennenlernen und umgekehrt, dass sich die ja, vernetzen und vielleicht auch Geschäftsbeziehungen anbahnen. Für uns hat die Dienstleistungsbörse den Vorteil, dass wir uns eine neue Art und Weise der Dienstleistung zeigen können. Also die Gelbe Fabrik ist ein klassisches Coworking. Wir haben aktuell um die 35 Mieter bei uns im Haus. Der Großteil davon sind Einzeldienstleister, sind Einzelunternehmen und schließen sich immer wieder neu zu Projekten zusammen. Und das ist eine ganz neue Art und Weise der Zusammenarbeit, weil wir immer wieder wie neue Bausteine zusammenfinden. Und wir kommen ins Gespräch mit anderen Dienstleistern. Das ist sehr schön. Ob sich selbst zu präsentieren, andere Unternehmen kennenzulernen oder auch bei den einen oder anderen Verträge zu unterschreiben, im Vordergrund stand lediglich eines. Also auf jeden Fall Kontakte knüpfen, gerade im regionalen Bereich, also das tut mir ganz wichtig. Allzu hohe Erwartungen kann man sich nicht setzen bei einem Tag, aber ich denke, das Wichtigste ist, Kontakte knüpfen, reden mit den Leuten auch mal an, neue Firmen kennenlernen, die uns vielleicht nicht kennen. Und ja, das passt tipptopp. Für uns als Gelbe Fabrikanten geht es hauptsächlich um Vernetzung und einmal zu zeigen, okay, es gibt sowas wie uns in Vorarlberg. Es ist ja ein Konzept, das auf der ganzen Welt schon sehr, sehr gut etabliert ist. Uns gibt es seit 2 Jahren. Andere Coworking gab es davor schon. Wir sind bislang das größte funktionierende Coworking in Vorarlberg und haben sind dann nur noch relativ unbekannt. Und da geht es für uns um Verknüpfung zu schaffen. Wir arbeiten aktuell mit dem Slogan, es ist genug Arbeit für alle da, der einfach aufzeigen soll, dass ein Miteinander wesentlich schöner und wesentlich produktiver ist. Denn wir alle haben ja am Ende des Tages ein Projekt vor uns, ein Ziel vor uns, eine Vision vor uns, egal welche Branche. Und wenn wir zusammen Schönes gestalten und Gutes machen, dann wird das gesamtgroße Ganze auch schön. Und da kann man die Konkurrenz aus meiner Sicht mal außen vor lassen. Und dafür sind wir hier. Somit galt bei der ersten Ausstellung der Dienstleistungsbörse auf jeden Fall das Für und Miteinander. Und das will man auch im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholen. Am Samstag vor dem Vatertag, da wimmelte es am Schrunzer Kirchplatz vor lauter altehrwürdigen Amerikanern. Aber es waren nicht etwa Touristen aus den USA, sondern polierter Stahl, einiges an PS und viel Herzblut. If you wanna be loved, baby, you gotta love me too. If you wanna be loved, baby, you gotta love me too. Oh, yeah. Die Wirtschaftsgemeinschaft Montafon lud auch heuer, einen Tag vor Vatertag, zum mittlerweile traditionellen USK-Treffen auf den Schrunzer Kirchplatz.
In Zusammenarbeit mit den USK Friends Rheintal und dem Burning Wheels USK Club Austria kamen alle Fans dieser Legenden auf vier Rädern voll auf ihre Kosten. Traumhaftes Wetter, feuriges Barbecue, kühles Bier und Rock'n'Roll vom Feinsten mit Chris Aaron and the Croakers. Männerherz, was willst du mehr? If you could hug me too, oh, with good eyes and for one sight, no fear. Heuer ließen sich die Verantwortlichen der Wiege Montafon etwas ganz Besonderes einfallen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das jetzt durchziehen. Eigentlich das vierte Mal, einmal hat es verregnet. Und dann haben wir uns überlegt, irgendetwas Neues zu machen, irgendetwas, was eben Charity-mäßig geht. Und da sind wir dann mit der Stunde des Herzens zusammengekommen. Und die Fahrer waren sofort begeistert. Also es sind einige extra Wechsel mitgefahren, die sonst vielleicht nicht mitgefahren wären. Und haben dann die Kinder mitgenommen und haben denen einen Wunsch erfüllt. Ja, ist eine riesengroße Freude, weil es doch einmal eine einzigartige Veranstaltung ist. Und gerade für unsere Kinder, die sowas einmal erleben dürfen, ist es natürlich ein unvergesslicher Tag. Und natürlich in diesem wunderbaren Ambiente da in Schruns. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Geschenk für mich und natürlich für die Familien. Das ist wunderbar. Also vielen Dank an Stunde des Herzens und Joe, dass der das organisiert hat. Das ist ein Traum. Ich habe mich, glaube ich, mehr gefreut als der Sebastian. Wenn man Mama von einem besonderen Kind ist, da gibt es nicht viele Wünsche und, oder Spielsachen und sowas ist da nicht erfreut. Aber sowas ist natürlich immer sehr selten. Und wenn es natürlich einmal gibt, ist das natürlich für Mama und fürs Kind das Happy End. Das ist ein Lotto 6er. Die Kinder haben eine wahnsinnige Freude damit. Und so viel ich weiß, wird auch pro Kind, das wir mitgenommen haben, von jemandem was gespendet. Da kommt das in den Spendentopf hin. Und insofern haben wir unsere Autos in den Dienst der guten Sache gestellt. Das haben wir gern gemacht. Das ist eigentlich selbstverständlich für uns, dass wir eigentlich so noch was mitmachen. Es ist super organisiert. Und wenn es nicht auch noch so eine Charity ist, dass es auch noch für die Kinder noch was ist, ja, auf jeden Fall. Und mir hat es auf jeden Fall gesehen, dass die auch eine brutale Gaudi haben. Wir machen das gern. Wir sorgen die Autos gern, wir fahren die Autos gern. Und wenn man den Leuten auf Röd machen kann, sind wir da gern dabei, natürlich. Was macht eigentlich die Faszination USK aus? Es gibt ja auch Lada Tiger zum Beispiel. Gibt's auch, ja. Also ich rede jetzt mal von mir persönlich. Das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen. Ich will kein anderes Auto schlecht reden, überhaupt nicht. Für mich ist das einfach die Formen, der Sound, das Rundumpaket vom Auto selber. Ja, das ist halt die US-Cars, die aus der Zeit, 50er, 60er oder älter so gerne. Das hat einfach nochmals, das ist halt ein Hobby einfach. Ja. Ah, das hat bei mir schon in Kindheit angefangen. Da. Der Opa vom Opa, der Kollege, hat dann vor dem Mustang gehabt. Und ich habe nur das Pferd gesehen, der Motorhub, also gerade auf die Höhe gehabt. Und seit dort weg ist für mich V8. Das ist der Sound von dem Auto, das ist gemütlich dahin cruisen, die Gemeinschaft, was wir haben da im Land bei uns. Also es ist schon alles rundherum, das Rundumpaket. Das ist einfach so ein V8 oder V10, das hat einfach Power. Das ist einfach das, was jedes Männerherz höher schlagen lässt. Mein Herz schlägt amerikanisch. Wie schon in den Jahren zuvor, konnten auch heuer alle Väter einen 6er-Träger Vornburger Bier mit nach Hause nehmen. Einzige Auflage? Ein Kassenbeleg über mindestens 10 Euro eines Wiege-Mitgliedsbetriebs. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war zweifellos die Verlosung eines Kugelgrills der Marke Napoleon im Wert von 490 Euro. Wie denken eigentlich echte Benzinbrüder über ihre Leidenschaft? Hubraum statt Wohnraum, das trifft es ziemlich gut, ja genau. If you could hug me too.
Oh, we're gonna end for one sad love affair. Yeah. Das war's für heute vom RTV Vorarlberg Magazin. Nächsten Dienstag gibt's uns wieder neu ab 20.15 Uhr hier auf RTV Vorarlberg. Dann auch mit einem neuen Fenster. Wir schauen uns nämlich die schönsten Ausflugsziele Vorarlbergs an. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und haben Sie's noch fein.